Hi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Dust in Illusion Tale, und es ist schon eine Weile her. Ja, ich weiß, ich darf hier unten machen. Ignorieren wir den Händler, der sowieso nichts. So, ich ignoriere zwar alles, was hier rumsteht, solange ich es ignorieren kann, für weiterkommen. Ich bin, glaube ich, eh schon wieder überlevelt. Wie ist das, der Gegner erledigen zu müssen, damit ich weiterkomme? Obwohl ich es eigentlich schneller hinter mich bringen will. Ja, krepiert ihr alle. Framedrops kommt gerade sehr ungelegen. Ja, euch habe ich noch in Erinnerung. Die Art Gegner, die nicht krepieren will durch meine Schläge. Oh, oh, das gute alte Stellungsspiel. Aua. Dummer Rückenstecher. Level up. HP. Okay, jetzt geht's. Ich bemerke eine leichte Rocknote in Hintergrundmusik. Okay, jetzt haben wir neu, dass Wölfe so einen Angriff können, aber... Scheiß auf Logik. Das ist das, eine Illusion Tale. Das entbehrt all jedweder Logik. Boy. Und hier geht eine Menge kaputt, merke ich gerade. Nein, da oben ist das. Guck mal, ich habe ein... nein. Krepiert! Gut. Drauf. Oh, fuck. Wow. Okay, hier war ich letztes Mal noch gar nicht. Was? Ja, toll. Warum geht's denn nach oben hin weiter? Die Kanone ist zumindest kaputt. Zu mir, meine Krieger! Antun! Oh, hier ist ein Generator. Warum haben wir denn sowas an Technologie haben hier? Ah, klasse, unsichtbare Gegner. Sieht aus, als müsste ich wieder alles wegmetzeln, damit ich gescheit vorankomme. Ah.
Also. Oh oh. Ja, danke. Tarnkappengegner. Als ich mit Videospiel angefangen habe, gab es überhaupt noch nicht. Ah, Mann! Können Gegner mal aufhören zu kommen? Das wäre echt nett. Die haben gute Resistenzen, by the way. Kettenblitz! Schon wieder! Go to hell! Ohne Putz. So ist fein. Ja, trotzdem noch Gegner hier. Was hat mich jetzt getroffen? Ich würde es furchtbar gerne wissen. Mann. Also, die sind sehr hartnäckig. Oh ja. Schlüssel sammeln. Oh, perfekt. Jetzt wird abgespeichert, dass ich so gekommen bin, weil letztes Mal kam ich ja nicht mehr so weit. Ich kann ein Stück der Fahne sehen auf der Karte! Yay! Aua. Aua. Not very nice. Alles nicht durch, ja. Na? Die können die Blitze sogar regelrecht abwehren und trotzdem. Ach. So gehört sich das. Oh. Mein Gott. Das war knapp. Einer hätte ich echt was abgekriegt. Auto, save! Jetzt haben wir wieder ein fliegendes Auto! Kanone ist kaputt, so. Was ist das? Wir sind fast da, Mitarin. Ihre Verteidigung, wenn wir Ihre Verteidigung durchbrochen haben, werden wir auf General Gaius treffen. Ganz egal, was auch passiert, mein Freund. Es ist mir eine Ehre, an deiner Seite zu kämpfen. Yeah, whatever. Ich muss definitiv an was zu futtern denken. Jetzt bin ich ganz schnell weg. Boah.
Ich hab so ein scheiß Auto gepackt. Ich hab noch meinen kleinen Buff. Verwirrt. Auch im Mondblüter. Könnt ihr mal aufhören, so in Massen durch die Gegend zu latschen? Man erkennt ja nicht mal mehr die Feinde zwischen euch. Ja, zerstört ruhig meine Kette. Mir macht das nichts. Ach ja, ich weiß ja sowieso, dass ich weiterlaufen kann, wenn ich nicht alle Gegner hier platt gehauen habe. Ja, Dattler war aber meinen Angriff abgehalten. Noch ein neuer Soldat, hey, krepier. Jetzt bräuchten wir ganz viele Bundeswehrtypen hier. Und? Okay, ich kann weiter. Ah, noch zwei Gebiete weiter, aber ich endlich beim nächsten Storypunkt. Aua. Wo kommt das her? Weil sie sammelt man nicht so schnell XP wie in anderen Gebieten, weil die Gegner hier immer wieder abwehren und die Kombos kaputt hauen. Meisterin der Wachsamkeit? Wirklich? So, vor fucking wärts. Ich kann ja Luft praktisch um endlich Kombos abziehen. Wenn die Autos nicht wären. Aua. Yeah, man. Anstatt es gleich direkt da landen, wo es soll. Naja, okay. Ich muss den Dust Storm hier anwenden, damit die ganzen Partikeleffekte von Fidget funktionieren. Wie gut die sich in einem Feuersturm bewegen können. Oh ja. Yeah. Was geht hier langsam mal vorwärts, ey? Oh, hey, neues Auto. Ich mag es, die Dinger zu packen. Die gehen sofort kaputt, wenn ich das mache. Ich glaube einfach mal weiter. Und natürlich sofort direkt den neuesten Gegner. Gibt es ja auch eine Version Soldat 3.0. Oder irgendwas anderes, das ich wissen sollte.
ist mir schon in den Sorgen, die sind aufgefallen. Also man läuft wirklich eine Menge herum. Teilweise auch unnötig viel. Bevor man da ist, wo man sein soll. Okay, jetzt bin ich im Gebiet vom Story-Ding. Okay, letzte Worte dann nicht unbedingt.